So. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ein Schatz ist hier noch. Den holen wir uns mal ganz kurz. Okay. Ja, entspannt. Nice. So. Komm her. So, welche Quest haben wir jetzt? Die, okay. Inventar, haben wir neue Waffen, Dolche, nice. Neuer Brustpanzer, aber erst am nächsten Level. Dann aber die Schärpe. Und eine Banane? Nee, okay. Oh, neue Boots. Aber auch erst für die nächsten Stufen. Okay. Können wir doch eine Schnellreise machen? Ja, okay. Und ja. Oh Gott. Also das ist die geheime Kammer. Das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier die ganze Zeit. Ich gehe rein. Passt du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Habe ich doch gefragt, ob du gerade meine Waffe... Ah. Wie sehe ich aus? Beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich? Überstürzt? Noch nie passiert. So, wollen wir doch mal, ne? Wer hat sich denn bitte diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Ganz schön versteckt, ne? Moin. Du bist spät, sehr spät. Zum Glück ist Deimos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Ein neuer Rekrut? Herzlich willkommen! Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Autsch. Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände.
Na los, mach schon. Bringe dein Opfer. Wir wollen ja nicht auffallen, ne? Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, den Bruder. Du weißt schon, ihre Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen. Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft sie ist. Sie könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir ihre Mutter gefangen nehmen werden, darf sie auch nicht wissen. Oh. Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Um was mit dir zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird. Sofern wir sie kontrollieren können. Erzähl mir was über Deimos. Sie hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Sie ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Oh. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ich werde mehr Informationen brauchen, um diese Kultisten zu entlarven. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Warum habe ich das Gefühl, dass sie über meine Eltern reden? Ihr liegt beide falsch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Ich habe dich ganz genau verstanden. Du liegst falsch. Wir müssen jetzt den Vater treibt ihr hier? Sexspielchen? Reiß dich zusammen, Malaka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Hat er es verdient? Das ist doch völlig egal, oder? Was ich sage, wird getan. Keine Fragen erlaubt. Ich konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Ich... Los, zeig ihm, was mit Feiglingen geschieht. Sie werden verbrannt. Nein, er gehört dir. Du weißt nicht, was verdammt nochmal Spaß macht. Mehr für mich. Leg dich mit mir an und du kannst noch viel mehr davon haben. Wenn du nochmal so eine Scheiße baust, fließt Blut. Echt ein verrückter Kult. So, bewaffnet ist ja auch jeder anscheinend, oder nur er? Und das scheint das Objekt zu sein, um das es gehen wird, wenn es das Creed Odyssey. Wahrscheinlich.
Briefe vom und an den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Merkwürdig. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen der, die Elpenor besaß. Deines war das fehlende Stück, jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Was tut das? Was machst du? Bist du völlig von Sinnen? Nein. Sie ist noch nicht mal hier angekommen. Reiß dich zusammen und sei still! Zolle der Blutlinie den gebührenden Respekt! Elpenor ist tot. Die sieht aus wie Cassandra. Ist ein Verräter. Oder doch nicht? Oder doch? Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder von euch wird auf die Probe gestellt. Du zuerst. Geh. Waren wir das? Nee, das sind wir. Nein, das sind wir. Donny, ich weiß nicht, wer ist. Das bin ich. Geh. Okay, wer sind wir jetzt? Das sind wir. Genau das. Du. Genau das wir. Shit. Geh. Du, komm her. Ah!
Du lebst. Da waren Menschen im Tempel. Ich habe ihre Gesichter nicht gesehen. Sie... Herodotos. Sie kontrollieren die gesamte griechische Welt. Alles. Verstehe. Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben sie eine Waffe. Und was für eine? Eine Kämpferin. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos, sie ist meine Schwester. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer! Ja, entspann dich doch jetzt. Der Kult des Kosmos nennt meine Schwester Deimos. Sie konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerung sehen. Alexios, der Mann, dem ich diene. Wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Perikles ist ein großer Feldherr, der den attischen Seebund gegen die Spartiaten führt. Man sagt, er sei skrupellos. Wir führen den Bund gegen niemanden an. Perikles ist ein Mann des Friedens. Dieser Krieg wurde ihm aufgedrängt. Uns allen. Ein Feldherr, der keinen Krieg will? Unwahrscheinlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Athen? Sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg! Der Kult will meine Familie auslöschen! Du bist der griechischen Welt verpflichtet. Wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens. Den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann. Aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Oh. Der Kult des Kosmos. Der Kult des Kosmos ist eine geheime Organisation mächtiger Menschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Suche in der ganzen griechischen Welt nach Hinweisen, um die Identität seiner Mitglieder zu enthüllen und den ein für alle Mal zu zerschlagen. Das heißt... Finale? Medusa? Medusa. Wer ist er? Tod. Tod. Wer ist er? Gibt der... Okay. Huh.